Ja. Um den Mond zu fotografieren, habe ich jetzt die letzten Tage mal dieses Stativ benutzt, aber das ist bei Brennweite 270 und sehr wackelig und die Ausrichtung, also Nachführung und so weiter, schon umständlich und nicht astro-like, würde ich es mal nennen. Der Plan ist, diesen Adapter, diesen Kamera-Schnellverschluss-Adapter auf dieses Stativ zu montieren. Sowas gibt es auch zu kaufen, aber das ist unverhältnismäßig teuer aus meiner Sicht. Deswegen werde ich mal mir sowas selber bauen. Versuchen. Nehme ich erstmal alles ab, was ich nicht brauche dafür, für die ganze Nummer. Teleskop. Steht bestimmt wieder im Weg, oder? Übrigens 36 Grad, das ist wunderschön. Der Plan ist jetzt, dass wir hier ein Blech machen. Das ist hier aus dem Zimmermannsbereich irgendwas. Jetzt natürlich zurechtschneide, hier draufschraube und so eine Rohrschelle. Damit kann ich dann das Ganze hier klemmen. Also das kann ich hier rausnehmen und dann kann ich das klemmen und wenn das gut läuft, sieht das dann so aus und die Kamera kann adaptiert werden. Schauen wir mal. Habe jetzt mal alles in mein extrem aufgeräumtes Auto gelegt. Da ist alles drin, was man fürs Überleben im deutschen Straßenverkehr so braucht. Und fahre jetzt gleich mal zum ortsansässigen Schlossermeister, um die Arbeiten da durchzuführen und auch probehalber zu montieren. Jo, jetzt habe ich mal aus diesem Metallteil und der Schelle hier so eine kleine Vorrichtung gebastelt. Da sind jetzt vier Löcher drin. Das vierte Loch ist für eine Option, die ich mir noch offen halten will. Schrauben und den Halter für die Kamera. So, und das werde ich jetzt mal anbauen und die Kamera aufsetzen und gucken, ob das funktioniert.
schön gemacht wird, übrigens noch, wenn es wirklich funktioniert, ansonsten fliegt es in Schrott. Ja, das ist halt bei mir so. Übrigens, die Schlauchschelle ist suboptimal, weil die hat natürlich diese Gummierung dran, so eine Rohrschelle, keine Ahnung, wofür die gebraucht wird. Und die ist natürlich gummiert, aber die sitzt so schön stramm. Ich habe es probiert vorher. Ich denke mal, das sollte erstmal funktionieren. Lieber wäre mir eine starre Schelle. Erstmal einen guten Eindruck, aber das ist hier, dass die Entkopplung ist natürlich suboptimal. Da werde ich mir noch was anderes einfallen lassen. Gefällt mir noch nicht. Ich glaube, das ist trotzdem stabiler als mein normales Fotoobjektiv. Den Mond werde ich damit schon beschreiben. Mal schauen. Ja, Ergebnis kommt später.